Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, unter der Woche war ich wieder mal bei unserem Lieblingsitaliener gewesen, habe frische Salsiccia besorgt und daraus haben wir unsere Salsiccia Bowls in Tomate gemacht. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So, das sind unsere Zutaten für unsere Salsiccia Bowls. Hier haben wir frische Salsiccia, das sind ca. 600 Gramm. Daraus werden wir dann unsere Balls formen. Das ist die klassische Variante mit Salz und Pfeffer. Dann brauchen wir etwas Tomatenmark, zwei Knoblauchzehen, zwei Zwiebeln. Hier haben wir noch etwas Basilikum, Peperoncino. Eventuell brauchen wir Salz und Pfeffer, da müssen wir mal sehen. Weil die Salsiccia ist eigentlich von Haus aus sehr gut gewürzt. Das werden wir dann beim Abschmecken sehen. Dann brauchen wir noch gehackte Tomaten, etwas Olivenöl zum Anbraten und einen Schuss Rotwein. So, jetzt entpellen wir die Salsiccia. Ja, das Brät nehmen wir einfach raus aus dem Darm. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. So. Mit dem Rest geht's weiter. Ja, das zeigen wir euch jetzt nicht, denke ich mal. Wir melden uns, wenn die Salsiccia geformt wird. Wie ihr seht, habe ich mir schon das Brät etwas zurechtgezupft, dass ich gleichmäßige Bällchen formen kann. So denke ich, sollten sie aussehen. Ähnlich wie kleine Mettbällchen. Größer sind sie. Ja. Ja, Anne macht jetzt weiter und wenn es dann losgeht, melden wir uns wieder. Genau. So, in einer Pfanne haben wir jetzt 3 Esslöffel Olivenöl erhitzt und jetzt kommen unsere Salsiccia-Bowls dazu. Ach, wir machen es einfacher. Wir haben übrigens aus den 600 Gramm 35 Bowls rausgekriegt und die werden wir jetzt von jeder Seite versuchen schön anzubraten. Und dann melden wir uns wieder. So, und unsere Bowls sind jetzt schon mal gut angebraten. Naja, gut ist gut, Ja, aber gut ist noch besser. So, jetzt kommen die Zwiebeln zu. Die gehen mal so leicht mit rein. Dann den Knoblauch. Dann müssen wir hier mal ein bisschen knapsen. So. So, das lassen wir so jetzt, also 3 Minuten mal, bisschen mit anschwitzen. Das darf auf jeden Fall nicht schwarz werden. Weder die Nee. Zwiebeln noch der Knoblauch. Und der Deswegen Knoblauch ist ja, also ne? müsst ihr halt beobachten. Wir melden uns gleich wieder. So, jetzt geben wir noch etwas Tomatenmark dazu. Das sind ungefähr 1 Esslöffel. Ja, zwei gut. 2 gute Esslöffel. Rühren wir auch noch mit unter. Bisschen mit anrösten. So, dann melden wir uns gleich wieder, ne? So, die ganze Sache wird jetzt mit ein wenig Rotwein abgelöscht. Ein Ja, kleiner Schluck geht noch. Den lassen wir jetzt ein bisschen einreduzieren und dann geht's weiter. So, jetzt werden die Bowls mit den Tomaten übergossen, sage ich mal einfach. So, zweite Dose noch mit hinzu. Oh, Herr Ja, Kühne spritzt hier rum bis zum ja. geht nicht mehr. Oh. So. So, das hätten wir. Jetzt kommt, ja, ist ein blöder Verschluss. Mach auf und nimm. Gut, machen wir anders. Basilikum, das ist ungefähr ein Teelöffel. Ja, ein bisschen noch und dann.
Gut. Also 2 Teelöffel Basilikum machen wir. Ist getrocknetes Basilikum. Ich habe leider kein frisches mehr im Garten. Es ist Winterzeit und gekauft habe ich auch keins. Das ist auch nicht so wild. Und jetzt kommt noch ein bisschen Peperoncini dazu. Das reicht. Gut. 1/2 Teelöffel circa. So, rühren wir alles mit unter. Dann kommt der Deckel auf die Pfanne. Und die ganze Sache lassen wir so bei niedriger Hitze so 30 Minuten köcheln. So, ihr Lieben, 40 Minuten haben jetzt unsere Bällchen in der Soße geköchelt. Nebenbei haben wir die Nudeln aufgesetzt. Die sind jetzt auch fertig. Bei uns kommt ein bisschen Parmesan drüber. Wir nehmen Spaghetti. Ich glaube, die passen am besten dazu. Ja, wir servieren jetzt, lassen es uns schmecken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Ja, kurzes Fazit, also Spaghetti und die Salsiccia dazu ist schon recht heftig. Blieb auch jede Menge über, weil ich mal wieder ein bisschen zu viel Nudeln gekocht habe. Aber kein Problem, Anne hat nächsten Tag alles in eine Auflaufform gegeben. Käse drüber, 1/2 Stunde im Backofen und war genauso lecker wie am Vortag. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Übrigens, wir haben nochmal die Soße ein wenig nachgesalzen. Ansonsten war die okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts würden wir uns immer sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Frosch im Hals. Bis dahin, schönen Sonntag, bleibt gesund. Tschüss. Kühnes Kochkanal.